der Kran in die 800-Meter-Tonnenklasse einsortiert, kann bei 100 Meter 3,5 Tonnen tragen, kann bis auf 35 Meter gekürzt werden, das heißt also kürzeste Ausladung 35 Meter, 20 Tonnen Maximallast, was er in dieser Konstellation hebt, kann umgeschert werden auf 40 Tonnen und mit den Komponenten, die wir hier aufgebaut haben, kommen wir bis zu 108 Meter hoch, freistehend, ohne am Gebäude abzuspannen. Das, was für die meisten Menschen wahrscheinlich nach Fachchinesisch klingt, ist für Christoph Balle und Thomas Reschke ein absoluter Grund zur Freude. Dieser Turmdrehkran ist nämlich einzigartig. Und entwickelt und konstruiert wurde er von einem Stahlbauunternehmen in Arneburg im Landkreis Stendal. Ich muss schon sagen, dass ich da sehr stolz bin auf alle Beteiligten, sowohl in der Entwicklung, in der Konstruktion, als auch natürlich den Kollegen, die das gebaut haben. Weil, wie gesagt, den einen oder anderen Kran kennen wir ja schon und das ist wirklich ein sehr gelungenes Modell. Um die Rekordzahlen nochmal zu sortieren, der Kran lässt sich bis zu einer Höhe von 100 Metern aufbauen. Und der Ausleger, also der Kranarm, kann ebenso bis zu 100 Meter ausgefahren werden. Dann kann er immer noch 3,5 Tonnen Gewicht tragen, ohne dass er zusätzlich stabilisiert werden muss. Es gibt verschiedene Szenarien, wo solch ein Kran Einsatz findet. Zum Beispiel auf Brückenbaustellen über Flüsse, weil ich da eben nicht nah rankomme an den Fluss. Können wir uns gut vorstellen, dass ich halt weiter wegbleiben muss, aber trotzdem da noch die Bewegungen machen muss oder die Betonagen machen muss. Oder eben Großprojekte, Fertigteilbau, zum Beispiel Schulen, Turnhallen etc. Die Höhe ist für die Kranfahrer natürlich eine Herausforderung. Alleine in die Kabine zu kommen und dort dann auch in Ruhe zu arbeiten, erfordert absolute Schwindelfreiheit. Die Arbeit mit dem riesigen schwenkbaren Ausleger zudem eine ruhige Hand. Wir haben hier mehrere Drehbewegungen. Wir fahren mit der Laufkatze, drehen und heben gleichzeitig. Das ist ja alles möglich. Und gute Kranfahrer kriegen das in einem Stück hin, die Last ganz ruhig zu bewegen. Eine weitere Schwierigkeit ist es natürlich, überhaupt den richtigen Standort für den Kran zu wählen. Denn damit die Füße sicher stehen, müssen Kranplätze schließlich ordentlich verdichtet sein. Was auch im innerstädtischen Bau manchmal auch übersehen wird, sind, dass Rohrleitungen verlaufen unter den Ecken. Zum Beispiel in Bürgersteigen, dass es nicht richtig eingetragen worden ist. Da gab es in der Vergangenheit öfters mal Fälle, dass dann der Untergrund nachgegeben hat an dieser Stelle und das Fundamentkreuz weggegangen ist und ja, der Kran in Schiefstellung gegangen ist. Und das ist natürlich die absolute Katastrophe. Auf dem Firmengelände steht der Kran bisher natürlich sicher. Für den Prototypen des Megakrans gibt es bereits einige Interessenten. Und möglicherweise werden dann ja noch weitere Weltrekordkräne in Sachsen-Anhalt konstruiert.